Hey, in diesem Delamar Check zeige ich dir das Ibanez AD Mini. Das ist das Analog Delay Mini und Teil der neuen Mini-Pedal-Serie von Ibanez. Und was das alles so kann, wie es so klingt und vor allem den Power-Tipp, den ich dir am Ende von diesem Video verrate, all das erfährst du, wenn du jetzt dranbleibst. Wir sehen uns nach dem Einspieler. Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar, dem Fachmagazin für Musiker. Mein Name ist Tim und in diesem Delamar-Check zeige ich dir das Ibanez AD Mini, also das Analog Delay Mini. Und wie immer am Ende vom Delamar-Check sagst du mir in den Kommentaren Stay or Nay. Also soll das Pedal bleiben, soll es gehen? Was hältst du davon? Das schreibst du mir in die Kommentare. Und dann kannst du mir auch gerne noch, wenn dir dieses Video gefällt, ein Sub und ein Like dalassen. Würde ich mich auch sehr freuen. Und natürlich die Glocke läuten, damit du auch über alle Delamar Guitar Videos Bescheid weißt. Und das Analog Delay Mini ist also Teil der Ibanez Mini Pedal Serie. Und das ist eine Serie, die einfach so ein bisschen die Geschichte der Ibanez Pedals in die Moderne bringen soll. Und das Ganze im kleinen Format, damit es auch auf jedem Pedalboard noch Platz findet. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal ein paar Sounds an. Zunächst gibt es meinen Clean Ton und dann schalte ich das Analog Delay Mini dazu, damit du dir den Sound auch einmal anhören kannst. Jawohl, also wie man hört, da ist schon eine ganze Packung Analog-Delay-Sounds drin und damit meint man dann eben so ein bisschen dunklere Delay-Klänge, wie du eben gehört hast. Das ist eben der charakteristische Sound eines Analog-Delay und hier haben wir es eben beim Ibanez AD Mini in einem kleinen Format. Die Regler sind hier typisch Delay eben, wir haben die Delay-Time, also die Zeit, die man einstellen kann, die Repeats, wie oft es wiederholt und den Blend, wie laut das Delay an sich ist. Den Klang des Delays an sich kann ich hier nicht beeinflussen und Batterie hat das Pedal auch nicht. Dafür haben wir hier einfach eine 9 Volt Netzteilanschluss, damit man das einfach an jede Powerbank anbringen kann. Und ich muss sagen, was mich direkt beeindruckt hat, ist der Sound von diesem Pedal, denn für den recht günstigen Preis, und man muss auch sagen, bei Mini-Pedals erwartet man ja meistens eher günstige Pedals, die auch nicht so hochwertig gebaut sind. Der Sound ist mega gut für den Preis und vor allem auch die Stabilität und die Qualität des Pedals. Das hat mich auch sehr überrascht. Die sind alle sehr, sehr schwer in dieser Serie. Und dadurch eben auch merkt man einfach, das sind robuste Bauteile und auch die Regler hier, die laufen alle sehr, sehr sauber. Funktioniert alles sehr gut. Ist ein bisschen hochwertiger, als man es von den meisten Mini-Pedals gewohnt ist. Man muss hier sagen, der große Schalter in der Mitte, der hat da so einen Punkt, wo er ein bisschen hakt. Da hätte man nochmal genauer gucken können, aber das kann man auch selber nochmal gerade fixen. Ansonsten sehr, sehr gute Qualität für einen relativ günstigen Preis. Wir bewegen uns hier um die 100 Euro und dafür haben wir einfach ein sehr, sehr cooles Analog-Delay, was ja relativ selten ist tatsächlich in der Preiskategorie, so ein gutes Analog-Delay zu finden. Da gibt es schon wenige Konkurrenten und die Ibanez Mini-Pedal-Serie zeichnet sich da eben wirklich gut aus. Die sind eine coole Qualität, funktionieren alle super. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach noch ein paar Sounds an, wo ich an den Reglern ein bisschen was mache, damit du dir auch mal ein bisschen anhören kannst, wie die Regler alle so greifen. Thank you.
Also wie man hört, die typischen Analog-Delay-Spielereien mit dem Delay-Time-Regler, die sind hier alle möglich. Wenn man die Repeats nämlich sehr, sehr hoch stellt, dann kriegt man da einen coolen, ja so ein bisschen wie so ein Tape, was man dann vor- und zurückspult. Diesen Sound kann man hier machen. Also auch was für Soundbastler und für Fans von Atmospheric-Musik ist hier viel geboten, wenn man sehr gerne an so Reglern dann einfach rumspielt, als ja, mehr als Gitarre zu spielen. Das ist ja auch alles möglich und klingt auch sehr, sehr gut. Und wie schon erwähnt, die Qualität ist hier einfach auch echt cool. Für einen relativ günstigen Preis ist hier also sehr viel Delay geboten. Und ich würde sagen, wir hören uns auch mal an, wie das jetzt mit Verzerrung einfach klingt. Ich habe es hier vor dem Amp geschaltet, das heißt, wir haben einen sehr starken Delay-Einfluss jetzt in den Klang und kriegen dadurch jetzt so ein bisschen so eine 70s-Verzerrung, so ein bisschen Pink Floyd-Delay-Sound. Ne? Und das hören wir uns doch auch einmal an. Also man hört schon viel, 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 viel Analog-Delay-Sound. Eignet sich auch cool für so atmospheric, ein bisschen ja, verrücktere Analog-Delay-Klänge, wenn man Verzerrungen drauf macht, wie du gerade gehört hast. Wenn ich das jetzt allerdings im FX-Loop reinstöpseln würde, wäre es natürlich ein bisschen dezenter. Also das geht auch alles klar. Ist also viel Sound geboten. Was mir persönlich nicht so an dem Pedal gefällt, ist tatsächlich, dass ich den Klang nicht noch zusätzlich verändern kann. Also ich finde es sehr, sehr dunkel im Ton. Und mir persönlich würde es noch einen Tick besser gefallen, wenn ich es etwas heller machen könnte. Geht hier leider nicht. So muss ich mit dem Sound leben, der aber natürlich auch schon ziemlich cool ist. Aber es ist eben dann was für Fans von dunklen Delay-Tönen. Genau. Jetzt noch den Power-Tipp, den ich dir versprochen habe. Und zwar, was natürlich auch immer mit so einem Delay richtig cool geht, wenn ich den Blend auf Maximal fahre und die Repeats so ein bisschen hoch. Und dann muss ich noch einstellen, dass ich ein punktiertes Achtel-Delay kriege. Und das möchte ich dir gerade mal zeigen, wie ich das immer finde. Ohne Verzerrung am besten. So. Und zwar kann man dann so ein bisschen diese abgefahrenen Elektro-Sounds machen. Das heißt, ich brauche jetzt einfach nur meine Delay-Time, die ein bisschen langsamer sein muss. Und dann kriegen wir auch schon so ein bisschen so die Edge. Das kommt hin. Und dann kriegen wir Pink Floyd. Aber wenn ich eben Achtel spiele, auch die Edge. Und um diesen Sound eben zu kriegen, diese rhythmischen Delays, brauchst du eine punktierte Achtelnote. Und das ist eben, wenn ich jetzt diesen Beat habe, genau dieser Ton.
Und dann kann ich Achtel zu spielen. Und dann übernimmt das Delay einfach so ein bisschen die Arbeit für mich. Und ich kann diese ganzen rhythmischen Spiele reinmachen. Und das kriegst du eben, wenn du die Repeats relativ weit runter drehst. Den Blend, das musst du immer auf Maximum drehen. Und die Delay Time, das musst du gucken, wie schnell du spielen willst. Ich hatte jetzt hier so ein bisschen über die Hälfte. Du musst immer schauen, dass du eine punktierte Achtel kriegst. Das ist mein Power-Tipp für dich, der rhythmische Delay-Sound. Also da kannst du dir auch gerne nochmal einen Livestream angucken, den wir gemacht haben. Da erkläre ich das nochmal im bisschen mehr Detail. Aber das kannst du auch mit einem Delay machen, was du gerade zu Hause hast. Würde ich dir auf jeden Fall direkt mal empfehlen, auszuprobieren. Dann noch zum Schluss, also Delamar Check, also Stay or Nay, wie fandest du das Pedal? Und lass auf jeden Fall gerne noch ein Like und ein Sub da, wenn dir das Pedal, nicht nur das Pedal, sondern auch das Video gefallen hat. Würde ich mich sehr freuen und immer die Glocke läuten. Und dann findest du hier auf dieser Seite noch ein paar Videovorschläge für dich. Und natürlich in den Kommentaren findest du auch unsere anderen Kanäle. Da kannst du auch mal reinschauen. Und ansonsten, mein Name ist Tim und wir sehen uns im nächsten Video bei Delamar. Mach's gut und bis bald.